Guten Morgen, Leute. Es ist Dienstag. Ich bin schon seit 2 Stunden wach, komischerweise. Jetzt geht es dann gerade zu einem Shooting. Und zwar hier in Biel sogar. Also ich mache normalerweise, muss ich ganz ehrlich gestehen, nicht mehr so gerne Shootings, Fotoshootings, wie auch schon. Also eine Zeit lang war das noch so cool und aufregend, aber mittlerweile, ich weiß nicht, ich bin nicht so der Typ dafür. Beziehungsweise ich mache gerne Shootings, aber immer nur an sogenannten Meilensteinen, versteht ihr? Also wenn ich mal so wieder lange Zeit kein Shooting gehabt habe und dann mal wieder meinen Körper updaten will mit richtig gutem Licht. Und heute mache ich es auch aus dem Grund, weil wie gesagt, die Diät jetzt vorbei ist, ich noch gut aussehe und der Typ direkt hier aus Biel kommt und ein sehr guter Fotograf ist und auch eine sehr gute Ausstattung hat. Also der Typ hat eine Hasselblatt-Kamera. Jeder, der ein bisschen Ahnung von Fotografie hat, weiß, dass es kein Amateur-Shit ist. Und ja, nur so wieder nebenbei, ich habe schon mal ein Video gemacht, als ich das letzte Mal in Miami geshootet habe. Was ist wichtig vor einem Shooting? Also ihr könnt natürlich auch, wie bei vor einem Wettkampf, wenn ihr jetzt Profis seid, so dieses ganze Entwässerungsspiel versuchen. Ich persönlich mache mir den Stress hier ganz bestimmt nicht mehr. Also ich habe gestern ganz normal gegessen, normal gesalzen, habe am Abend aber das Gemüse rausgeschmissen und durch Pilze ersetzt, weil Pilze einfach so ein bisschen mehr Kalium drin haben erstens mal und zweitens auch sehr für mich persönlich mit der Verdauung absolut legitim sind. Also ich habe nur Huhn, Reis und Pilze gegessen und heute Morgen natürlich keine Haferflocken, sondern eben den gezeigten Butterzopf, den ich euch im letzten Einkaufsvideo gezeigt habe. Also einfach was Unbeschwertes. Also ich bin jetzt zwar schon wieder hungrig, obwohl ich den ganzen Zopf gegessen habe. Ich habe den auch getrackt übrigens. Heute Abend gehe ich noch Käsefondue essen zu meiner Mutter. Also es ist heute so wie ein Belohnungstag. Das heißt, ich werde heute mit den Fats ganz bestimmt um die 100 landen, wenn nicht sogar drüber. Guck natürlich jetzt, dass ich über den ganzen Tag verteilt die Fats entsprechend ein bisschen tief halte. Und ja, jetzt trinke ich noch gerade einen Tee. Grüntee ist auch sowas, trinke ich auch gerne vor dem Shooting. Mein absoluter Lieblingstee hier momentan. Grüntee mit Guarana und Orange, also kann ich sehr empfehlen. Und wisst ihr, wie ich ihn mir mache? An alle Hippies draußen, die mir immer sagen, Misha, Mikrowelle macht alles kaputt, ist nicht gesund. Ich mache mir sogar meinen Tee mittlerweile in der Mikrowelle, weil wenn ich hier nicht gerade Bock habe, eine riesige Pfanne zu machen und mir da so ein kleines Schlückchen Wasser aufzukochen, dann nimmt man einfach ein bisschen Wasser in die Tasse, bam, und alles ist okay. Von daher, Leute, man sieht sich, bis später. Polska Genetics. Hardcore Natural Bodybuilding and more. What brings us together is what pulls us up.
Yo, Leute! So, Abend. Und ich habe, wie geplant, ordentlich gecheatet. Aber dieses Mal ist es wirklich ein anderes Cheating als der Abfuck von letzter Woche. Übrigens, an dieser Stelle schon mal ein Riesendankenschön an das ganze Feedback. Ich habe gemerkt, das Video kam bei vielen Leuten gut an. Ich fand es auch geil, dass ein paar Wettkampf-Bodybuilder mir auch noch geschrieben haben, die dasselbe auch erlebt haben. Also es ist schön zu sehen, dass man nicht alleine ist. Jetzt bin ich gerade aus der Dusche gekommen. Ich bin immer so aderig, nachdem ich aus der Dusche gekommen bin. Immer so heiß. Ich dusche immer verdammt heiß, so heiß, ihr seht, dass die Haut sogar rot wird dabei. Auf jeden Fall hatte ich heute Shooting am Morgen früh. Ich habe übrigens den Zopf, den ich euch im Einkaufsvideo gezeigt habe, habe ich vor dem Shooting gegessen, logischerweise, weil das hat sozusagen mein Frühstück ersetzt. Also ich habe den mit Konfitüre gegessen, mit eine Schnitte mit Nutella und dann auch noch mit Honig und Butter natürlich. Also es war nicht mal so krass, also kalorienmäßig war ich etwa gleich, als hätte ich mir den Posca Cake gemacht, aber natürlich bei langem nicht so gesättigt, also 300 Gramm Zopf. Das ist zwar, sieht zwar nach viel aus, aber der ist bei mir, ja, ihr wisst ja, dazu ein Whey Shake. Bin danach aber fit gewesen im Shooting, habe ein paar super Bilder gemacht, also ich bin richtig froh, habe ich dieses Shooting noch von daher so eingeplant. Die Bilder werden in den nächsten Tagen online kommen. Ich werde mir jetzt da noch die besten auswählen müssen, weil der Fotograf, der ist immer so, also ich finde das auch gut, der sagt wirklich, er macht 2 bis 3 Top-Shots und das war's. Als da irgendwie 50 Bilder von einer Serie zu veröffentlichen. Vor allem, wie gesagt, so Studio-Shootings sind ja nicht mehr wirklich das Interessanteste, das ist immer gleich. Wobei dieses Mal der Hintergrund richtig geil gewählt wurde. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Richtig guter Fotograf, an dieser Stelle schon mal ein großes Dankeschön. Und ja, wie gesagt, dann ist es weitergegangen. Am Mittag bin ich essen gegangen zu meinem Vietnamesen, den solltet ihr langsam kennen. Also wenn ihr mal so meine älteren Videos gecheckt habt, wisst ihr, dass ich Stammkunde bin dort. Frisches Essen, günstig, habe ich dann mit meinem Treuhänder gegessen. Und dann habe ich einen Pre-Workout-Snack gemacht aus Feigen, also beziehungsweise aus einer Feige. Einfach so ein bisschen ein richtig geiles Pre-Workout-Meal, so mit Banane, Kakaopulver, ein Magerjoghurt und ein paar Flavedrops von MyProtein, Vanilla, meine absolute Lieblings-Flavedrops. Und dann gab das so ein gutes Pre-Workout-Meal, Low-Fat, von daher. Ihr könntet natürlich jetzt auch Magertopfen oder Quark nehmen. Aber wie gesagt, bei mir war das Protein heute durch den Cheat-Day um 50 Gramm überschritten sowieso. Wieso natürlich? Weil ich am Abend dieses Käsefondue gegessen habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bereue es nicht mal. Ich habe eigentlich geplant, nicht so viel zu essen, aber meine Mutter hat ein Kino gemacht und mein Großvater war noch da und irgendwie hatte niemand Hunger bis auf mich. Also ich denke ein halbes Kilo habe ich gegessen alleine, also etwa 150 Gramm Fett drüber heute direkt. Dann habe ich das Ganze mit, normalerweise isst man das mit Brot, ich habe aber wirklich nur einen Teller Brot genommen, weil ich am Morgen schon Zopf hatte und ich wollte noch ein paar gute Carbs fürs morgige Beintraining haben. Und entsprechend habe ich noch Kartoffeln in den Käse gerührt, das machen die Schweizer scheinbar auch. Das habe ich bis vor kurzem gar nicht gewusst, aber hat auf jeden Fall gut geschmeckt. Kann ich auf jeden Fall jedem mal empfehlen. Im Allgemeinen, wenn ihr in der Schweiz seid, Leute, esst Käsefondue oder Raclette. Das sind so unsere Spezialitäten. Und das wird es bei mir in diesem Winter sicher noch 2-3 Mal geben. Also versteht mich nicht falsch, Leute, ich will lean bulken, ich will gut aussehen, aber wie gesagt, das Leben muss trotzdem noch einen Sinn haben. Also wer sich da jetzt so krass versteift, der muss da schon wirklich extrem sein und ich bin das einfach nicht. Das ist vielleicht auch der Grund, wieso ich nicht der geborene Wettkampfathlet bin, wie einige andere vielleicht, aber ich finde einfach, das Leben muss noch einen gewissen Sinn machen, man muss einfach noch auch mal ohne schlechtes Gewissen essen. Ich habe es jetzt trotzdem in den MyFitnessPal eingerechnet, ich habe einfach gesehen, Fats waren heute bei 200. Ich habe noch ein paar Biscuits, Schoko-Biscuits gegessen danach, so 6 Stück oder so. Carbs waren genau richtig heute, die habe ich schon richtig schön eingeplant. Und Protein war entsprechend auch ein bisschen zu hoch, also etwa 1000 Kalorien, 1200, 300 Kalorien zu viel. Dadurch, dass ich diese Woche sicher auch nochmal durchtrainieren werde bis Samstag, geht das von daher in Ordnung. Morgen sind Beine dran. Ich denke, morgen werde ich wieder auf der Waage wieder auf 96 Kilo landen. Was auch geil ist, dadurch, dass ich Käsefondue gegessen habe, das vielleicht noch als kleine sachliche Information, weil ich bis jetzt ja eigentlich nur über mich geredet habe, damit ihr auch noch was lernt in diesem Video. Dadurch, dass ich jetzt Käsefondue gegessen habe mit Kartoffeln,
habe ich natürlich, also ich muss sagen, nach dem B-Squeeze, also beziehungsweise vor dem B-Squeeze hatte ich einen Insulinspike, so einen leichten, habe dann diese süßen B-Squeeze gegessen, 6 Stück, und hätte direkt weitermachen können. Und ich habe bevor ich überhaupt hier in die Küche gekommen bin, nach Hause, wollte ich mir eigentlich noch die hier reinziehen jetzt. Das habe ich mir eigentlich schon so gesagt. Ich habe gesagt, wenn ich es abfacke, dann richtig. Aber die spare ich mir auf. Die gibt es ein anderes Mal. Vielleicht kann ich die sogar mal in die Macros fitten irgendwie. Wird zwar schwer mit 30 Gramm Fett, aber ich kann es probieren. Ich habe mir einfach gedacht, ich habe schon was Süßes gehabt. Und natürlich aus der Mikrowelle wieder geiler Tee. Das ist ein Geheimtipp. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Wenn ihr richtig Heißhunger habt, einen richtig krassen Insulinspike, dann sauft mal einen Liter richtig starken Grüntee. Das Teil hat jetzt hier richtig 10 Minuten gezogen. Der ist richtig trüb jetzt, richtig schön edeltrüb. Also es ist jetzt ein richtig Guarana Orange, wie gesagt. Und nochmal zum Insulinspike. Dadurch, dass ich jetzt 150 Gramm Fett intus habe, durch das Fondue, Käse halt, ist natürlich der Insulin entsprechend stabil jetzt schon wieder. Also ich bin jetzt nach einer halben Stunde, fühle ich mich schon wieder nicht mehr hungrig. Weil das eben das Gute am Fett ist, das sensitiviert den Insulinspike. Und bei meinen Kunden habe ich da auch verschiedene Gruppen. Also es gibt ein paar Leute, die kommen extrem gut klar mit Low Fat, und andere, die können das einfach nicht auf lange Dauer. Ich bin auch so ein Typ. Ich bin dann eher der, der irgendwann so bei 4000 Kalorien sagt, ich gehe jetzt mal mit dem Fett trotzdem auf 90 oder 80 Gramm oder sogar 100 wie damals. Das war ein bisschen zu hoch schon fast. Und macht dafür einfach die Carbs nicht mehr höher, weil ich einfach finde, dass wenn man 600, also zum Beispiel der Karl S., der futtert ja 600-700 Gramm Carbs und kommt irgendwie auf 40-50 Gramm Fett. Und der Typ, also ich könnte das nicht, also bei mir wäre das Insulin, bam, die ganze Zeit oben, und das ist ja gut, anaboles Hormon, muskelaufbauendes Hormon, und dadurch, dass man so gut wie kein Nahrungsfett zu sich nimmt, nur das Minimum, speichert man das entsprechend auch nicht. Also die Theorie, die Taktik, die geht natürlich auf entsprechend, solange man sich nicht in einem krassen Kalorienüberschuss befindet, sondern eben, wie gesagt, nur schön an der Grenze, Lean Bulk Style, geht das natürlich. Aber ihr müsst das natürlich immer ein bisschen individuell rausfinden, wie genau ihr euren persönliches Wohlbefinden von daher regelt. Ich sage auch immer meinen Kunden, sogar wenn du weißt, dass das eigentlich das Optimale wäre, jetzt rein, sagen wir jetzt mal, eine Studie beweist, dass 50 Gramm Fett genügen und dass das das Beste wäre, um Lean Muskel aufzubauen. Du kommst aber, du persönlich kommst mit dieser Strategie überhaupt nicht klar in Bezug aufs Wohlbefinden. Also das stresst dich so krass, dass du im Training immer down bist, dass du psychisch nicht bei der Sache bist. Also deine Trainings leiden darunter, deine Alltagsstimmung. Dadurch streust du vielleicht sogar Stresshormone aus, die anderswertig nicht ausgeschüttet worden. Also ihr merkt doch, was ich hinaus will. Damit will ich sagen, dass das Beste nicht immer unbedingt das Beste für euch sein muss. Sogar wenn das die optimale Sache wäre, es gibt immer noch einen physischen Bestandteil. Und was ich auch ganz lustig fand, ich habe gestern ein Zitat gelesen von Lane Norton, der hat das im Januar so gesagt an einer Sitzung, und ich, so wahr mir Gott helfe, ich glaube zwar nicht an Gott, aber ich predige das meinen Kunden schon seit mindestens einem Jahr, dass ihr, wie gesagt, das Optimale nicht so anschauen müsst. Also eben, wie gesagt, das Beispiel war eigentlich gut genug, ich hoffe, es hat jeder verstanden. Nur weil das physisch gesehen das Beste ist, muss es nicht heißen, dass es für euch das Beste ist, weil psychisch muss es natürlich auch stimmen. Dasselbe gilt fürs Training, das thematisiert ja der Alon auch immer wieder, der sagt ja auch immer, ja, man braucht gar kein Programm, man soll einfach trainieren. Also so wie er das sagt, finde ich das natürlich nicht okay, weil er redet hier von sich als Profi, der 10 Jahre Erfahrung hat und genau weiß, um was es geht, der weiß genau, was sein Körper braucht, der weiß genau, wie es läuft, und er erzählt das leider auch so ein bisschen den Anfängern. Das habe ich ihm auch schon mal gesagt, dass er das nicht so pauschal sagen kann, weil als Anfänger ist man mit einem gerichteten Programm einfach schon alleine hier im Kopf um einiges stabiler. Man switcht nicht immer Strategie und man kann dadurch seinen Erfolg auch messen. Und das finde ich persönlich als Anfänger extrem wichtig, dass man psychologisch motiviert bleibt und seinen Erfolg messen kann. Dass der Alon das nicht mehr muss, das ist mir klar. Der Typ hat ein ripped Sixpack, was will der noch messen? Der ist zufrieden mit sich. Aber jemand, der nicht zufrieden ist, der sollte eben doch vielleicht entsprechend Maßnahmen treffen. Aber wie gesagt, er sagt zum Beispiel, ja, was nützt es mir, hier irgendwelche Trainings zu machen? Es muss mir Spaß machen, das Training, oder? Und das verstehe ich. Wenn du den besten Split der Welt hast,
studienmäßig wäre das jetzt der beste Split, das wäre bewiesen. Aber du hast diesen Split, du magst den nicht trainieren. Was nützt dir der beste Split, wenn du nicht dabei bist mit dem Herz? Versteht ihr, was ich meine? Das ist die Grundaussage, da unterstütze ich ihn. Aber wie gesagt, guckt immer, wo befindet ihr euch und wo befindet sich die Leute, die euch eure Tipps geben. Ich zum Beispiel, ich bin natürlich ein Leistungssportler, aber dadurch, dass ich entsprechend Ausbildungen gemacht habe und das auch mein Job ist, kann ich mich natürlich psychologisch auch in Anfänger einfühlen. Also ich habe immer noch, ich sag mal sicher, 40% sind noch keine 2 Jahre im Trainieren, die bei mir im Coaching sind. Und das beziehe ich natürlich immer mit ein. Und es ist immer wieder interessant, man lernt immer wieder neue Situationen kennen. Also auch für mich ein super interessanter Job, um jetzt mal so ein bisschen auf mich einzugehen. Also ich mache das immer noch sehr gerne, individuell. Viele kommen immer so, schreiben in letzter Zeit so, ja, was ist in diesem Ernährungsplan dann alles dabei und wie läuft das dann ab? Und ich sage dann immer, Leute, bei mir ist es nicht irgendwie so ein PDF, eine Seite und da steht drauf, ist am Morgen Puter, Haferflocken oder was auch immer. Ich will euch eigentlich was vermitteln, Wissen, versteht ihr? Mir geht es nicht darum, euch abhängig nach mir zu machen, sondern euch mein Wissen weiterzugeben und das euch später in diesem Sinne euch das auch weiterhilft selber. Das heißt, ihr könnt irgendwann eure eigene Ernährung planen und wissen, auf was es drauf ankommt. Ihr könnt irgendwann euren Trainingsplan ohne die Erlaubnis von irgendeinem Coach entsprechend anpassen, weil das ist eigentlich der Sinn der Sache. Also einfach von daher, dass ihr da mal ein bisschen, jetzt bin ich total off-topic gekommen, aber wie gesagt, ich mache das immer gerne, wenn mir gerade was in den Sinn kommt. Also wie gesagt, Insulinspike bei mir entsprechend tief jetzt. Jetzt noch richtig gut Grüntee. Es ist 9 Uhr, Leute. Und glaubt mir, ich werde jetzt bis 1 Uhr arbeiten. Also ich habe mir heute meine Arbeitszeit richtig unkonventionell ausgesucht. Ich habe heute auch sehr lange geschlafen. Nee, heute war ich nicht lange. Heute hatte ich ja das Shooting. Aber ich habe die letzten Tage wieder länger geschlafen. Vielleicht noch kurz. Das mit dem jeden Tag trainieren, das merke ich jetzt auch schon. Ich habe jetzt gestern 140 Kilo Kreuzheben wieder gemacht. Wieder ein bisschen mehr. Und lief super, 7 Sätze gepackt mit 5 Wiederholungen, danach noch 160, alles sauber. Aber ich merke jetzt einfach, der Körper, der wehrt sich ein bisschen dagegen. Ich habe euch ja erklärt, wegen dem Trainieren, wie das läuft bei mir, dass ich die Zeit jetzt ausnutzen will. Aber vielleicht werde ich diese Pause dann nach 3-4 Wochen trotzdem schon machen, eine Woche. Je nachdem, wie sich das jetzt bei mir weiterentwickelt. Weil wenn ich merke, dass mir die Knie wehtun, und zwar nicht mehr nur das linke, wie vor dem Wettkampf, sondern mittlerweile auch das rechte, mein Fußgelenk schmerzt, und allgemein, es ist alles einfach nur absolut verkatert. Das kommt halt daher, dass mein Körper direkt wieder auf Angriffmodus geschaltet hat. Psychisch da oben ist man natürlich total ready und man weiß, wie es damals war. Und man nimmt auch fast oder mehr Gewicht als damals schon, weil man kann. Aber der Körper hat jetzt mal ein halbes Jahr auf Sparflamme geschaltet, oder? Und entsprechend darf man das nicht unterschätzen. Und darum muss ich jetzt ein bisschen schauen, dass ich die nächsten Tage wieder ein bisschen lockerer trainiere. Morgen habe ich ein Training mit einem Kollegen von mir, der jetzt auch durchstarten will. Da werden wir zusammen Beine trainieren und ich werde auf jeden Fall mich seinen Gewichten anpassen und ihn nicht zwingen, dass er meine Gewichte, die ich normalerweise nehmen werde, einfach um mich auch ein bisschen zu schonen. Und dann kann ich vielleicht ihm noch ein bisschen die Technik korrigieren. So, genug gelabert, ich arbeite jetzt. Peace the fuck out.